ihn so mal hinstellen. Ich mag mal einlesen, was Thilo, welcher im Bloggers Krafteinflößen im Moment etwas antriebsschwach ist, dennoch was einlösen, was beim Fusion Feiern einleuchtet ist in einem Moment. Dass das so ist, das Versuchen scheitert, das Machen. Dass das so ist, weiß ich vom Spielen von Instrumenten. So ich nämlich versuche, das Instrument spielen, ist Kraft gescheitert, welche im Moment spontane Melodien, Rhythmen spielen weiß. Also. Wo beginnt's? Machen. Das Versuchen scheitert, das Machen. Gescheite verwalten das erlangte Gedächtnis, welches das Vermächtnis ist. Gescheite sind also in Versuchen Gescheiterte, welche ein Wissen erlangt haben, welches in Versuchen erlangt ist, welches in Versuchungen erlangt ist. Gescheite sind im Menschlichen gescheitert. Gescheite sind im Menschlichen gescheitert. So sind es ebenso gescheite Geistesträger gewesen, träge Geister, welche das Leben, nämlich wissentlichte, menschliche, scheitert haben. Im Mittelalter haben Geistesträger, träge Geister, verursacht, dass Lebewesen, Heilkraftwesen, welche göttliches, pflanzliches Wissen haben, so heißt die Kräuterhexen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und das in hoher Anzahl. Das Menschliche ist im Tun gut macht. Im Machen fließt Kraft. So Mensch im Tun gut ist, fließt Kraft gut. So Kraft gut fließt in dem Wesen, das Mensch ist, ist Mensch menschlich. Das Vermächtnis bestimmt das Machen. So bestimmt das Vermächtnis die Sitte, die erlangte Sitte, das, was gemacht ist, was gelernt wird,
so das Machen von Ermächtigten geregelt ist. Das Machen ist von Ermächtigten geregelt, welche das Vermächtnis verwalten. Das ist eine feste Fahrt, eine Fahrt, welche nach Erfahrungen gemacht ist. Was macht, dass Fahrt in Gefahr ist? Weil die gefahrene Fahrt diese Fahrt ist, welche schon gefahren ist. Also die erlangte Fahrt, die dann wiederholt ist, dass Fahrt dann kontrolliert ist nach der Fahrt, die schon gefahren ist. Nach der erfahrenen Fahrt, nach der kontrolliert eingefahrenen Fahrt, nach der in Versuchungen, nach versuchten Maßen bestimmte Fahrt, ist die erfahrene Fahrt, welche das Verfahren bestimmt. Das Verfahren im Prozess sowie das Verfahren von Technik, welche ja Verfahrenstechnik heißt, welche verkehrte Sachen produziert, welche den Verkehr vermehren, welche das Verkehrte vermehren. So Verkehr steigt, steigt Dreck in Atmosphäre. Anfängerlogik. Was ist Anfängerlogik? Anfängerlogik ist Logik, welche Wesen machen, welche noch im Anfängen stecken, im Fang stecken, Fänge machen, befangen sind. In Logik befangen. In Logik Befangene sind in Logik Gefangene. Gefangene sind in der Anfängerlogik gefangen. Ein typisches Anfängerlogos-Wort ist meins, welches nämlich den Anfang von Besitz macht, welche etwas bestimmt, was so im Klang stimmt, was Klang, was Welle hat. Das Land, das dann Gelände ist. Was besetzt wird. Was nationiert ist. Ein Spruch bei Fusionist-Wesen No Nations. Nämlich der Nationsgedanke, welcher nach rechten Regelungen geregelte Nationen, also eine Gemeinschaft, welche sich sprachlich abtrennt und dann einen Nationsgedanken setzt, welcher dann das Maß aller Dinge ist. No Nations heißt ein Land allen. Dann sind Unwort, was ist ein Unwort? Worte sind immer da, aber welches Wort fühle ich da, was das Wort Ausländer sensibilisiert? Land aus, ein Land aller. Dieser Ausländergedanke macht es das Land aus. Dass das Shining vom Land untergraben wird durch eben Rechtsgesinnte, welche nämlich rechtsnationiert, jede Nation, die
rechts geregelt ist, ist ja eine rechte Nation. National, Rechtsnationalismus. Nämlich eine Nation, welche nach Rechten funktioniert, welche das Maß aller Dinge sind. Nämlich die Rechte in den Nationen sind sowas von unterschiedlich. Nun wird probiert, mehrere Länder, mehrere Nationen in eine Richtung einzufassen, was die Engländer oder die eingefallenen Europäer mit Amerika gemacht haben. Und nun probiert in Europa, dass Europäer mit einer Regelung durch das Europa fusionieren. Die Zusammenschweißung der Menschen, die den Besitz regeln, die den Besitz verteidigen mit rechten Gesetzen. Eine Anmaßung am Land aller, ein Anfängerlogikfehler, eine Anfängerlogikerfolgung. Solange Menschen noch im Logos in Worte verfolgt sind, nun ja, mal sehen, was so passiert in den nächsten Tagen, Alltagen. Tschüss. Einen segneten, heilen Tag, welcher Frohsinn stiftet, welcher Spaß macht. Namaste. Aus.